So. Wieder ein bisschen Geld. Ist natürlich noch nicht so viel, was wir haben. Ich glaube, obwohl, das ist schon eine Menge. Ich weiß gar nicht, wie viel die erste Waffe kostet im Shop. Es gibt natürlich immer Shops. Es gibt Geräteshop. Einen normalen Shop und halt für Waffen und sowas und für Upgrades von Waffen. Dazu kommen wir aber später. Und Rüstungsshop gibt es noch. Ich weiß aber nicht, ob die alle einzeln sind. Also Geräteshop ist einzeln und der Waffenshop ist einzeln. Ob der Rüstungsshop einzeln ist, ich weiß es nicht. Werden wir ja alles noch sehen. So, das hier ist auch klassisches Jump'n'Run-Zeug. Also ist schon cool gemacht. So richtig mit Action vermischt und dann so ein bisschen Jump'n'Run-mäßig, finde ich cool. Hat was, auf jeden Fall. So, na hallo Freunde. So, ein bisschen mit Nahkampf. Kann man doch auch mal verwenden. Wofür haben wir denn den Omni-Schlüssel, so heißt der hier. Kann man natürlich auch werfen. Dafür muss ich aber erst in die Hocke gehen und dann werfen. Das wird aber verändert bei Crack in Time. Da kann man den, braucht man sich nicht ducken. Ich glaube, da gibt es diese Duck-Funktion auch gar nicht mehr. Da kann man den gleich so werfen, im Laufen, ohne sich irgendwie ducken zu müssen. Aber dazu erst später. Mann, ich sag immer so viel, dass erst alles später kommt. Aber ich habe auch die ganze Zeit gequatscht. Ja, weil ich einfach so viel zu erzählen habe. Immer am Anfang habe ich immer so viel zu erzählen. Einfach, weil ich dieses Spiel so cool finde. Und ich darüber halt sehr gut Bescheid weiß, weil ich schon zigmal gespielt habe und weil ich die Reihe so toll finde. Oh ja. So, wieder klassisch Jump'n'Run. Irgendwas geht kaputt und wir müssen drüber springen. Einfach super. Macht auch Spaß, muss man sagen. Also, das muss sogar Spaß machen, sonst würde ich es ja nicht let's playen. So, hier einfach fett mit der Schmelzgranate rein und unser erstes Waffen-Upgrade, der Schmelzgranate. Ja, die Alte hat es gerade gesagt, oder halbwegs. Moment, jetzt kommt das die Sequenz. Ach nee, genau. Maximale Nanotech-Stufe ist gestiegen und jetzt muss ich meinen Player neigen. Also das ist hier mit Bewegungsfunktion und da kann... da muss ich mich hier durch diesen Verkehr schlängeln. Ist auch ganz geil gemacht, muss ich sagen. Cooles Feature. Macht auf jeden Fall Spaß, aber später werde ich das mit dem Player bewegen ausstellen, weil ich krieg da manches nicht auf die Reihe. deshalb, naja, gut. Jetzt kommt erstmal eine Zwischensequenz. Glaube ich. Ja doch. Ich glaube, wir sind angekommen. Alles ganz ruhig. Wo ist Quark? Willkommen, Bewohner. Das Planetensicherheitszentrum ist derzeit nicht besetzt. Bitte drücken Sie die Zahl, die Ihrem Notfall am besten beschreibt. Bei einem Angriff radioaktiver Amöboiden drücken Sie 1. Wurden Sie von einem mutierten Raumhall verschluckt, drücken Sie 2. Wird Ihre Stadt von einer tödlichen Weltraumarmada attackiert, drücken Sie 3. Kontrolle, Opremen und Rückwartung. Es sieht ganz so aus, als hätten sie es auf dich abgesehen. Ach, echt? Ja, naja. Uah, nein. Ah, Mann, ey, jetzt bin ich zu spät auf den Knopf gekommen. Naja, Quark ist anscheinend nicht mehr dort, wo er sein sollte. Keine Ahnung, wo er hin ist. Auf jeden Fall haben uns die Typen bekommen. Oder die jagen uns eher jetzt. Aber wer das genau ist, das wissen wir natürlich noch nicht. Das sind auf jeden Fall irgendwelche Aliens, die hier eine Invasion planen oder schon dabei sind. Ist ja nicht so nett. Aber coole Stadt, muss man sagen. Echt coole Stadt. So, so. Oh, jetzt. Jetzt sind die, glaube ich, schwieriger Geschütze. Schwierigere Geschütze oder schärfere Geschütze, wie man es nennt. Nennt es doch so, wie ihr wollt. Alter, verdammt. Muss mich gerade an der Nase kratzen. Ist ja nicht sehr kratzfreudig, der Typ. Ah, witzig. Und wieder eine Sequenz. Ich glaube, die haben uns.
ein wirklich erbärmliches Exemplar noch dazu. So schwach. Und du bist? Imperator Percival Tracheon, Kronprinz der Graniten, Bezwinger von Raum und Zeit und, wenn die letzten widerspenstigen Arten vernichtet sind, Herrscher des Universums. Du heißt Percival? Imperator! Zieh die Krone! Zieh das Zepter! Den riesigen Thron auf meinen und das Heer treuer Roboterscherben! Imperator! Nicht, dass ein Fellknäuel wie du das zu schätzen wüsste. Was ist das? Ha, welch primitiver Robotergefährte. Und ihr Lombaxe wart früher so berühmte Techniker. Sei lieber nicht zu vorlaut. Er hat photomorphische Blaster in jedem Finger. Ich habe kein Problem mit dem Volk dieses altmodischen Planeten, nur mit dir. Schick deinen Killerbot fort und gestatte uns, dich zu erledigen. Dann kommt niemand sonst zu Schaden. Klingt gut. Bitte sehr. Na, da haben wir ja nochmal Glück gehabt, Mensch. Dass man mit so einem coolen Move verarscht, ne? Wow, Testalten-Clack! Wir brauchen Turbinen ein. Starte Kälteschlaf. Kälteschlaf? Nein, auf keinen Fall werde ich. So ein Glück, dass Kälteschlaf bei Roboter nicht wirkt. Ja, dafür gibt es andere Methoden. Ach ja, so. Was ist das? Scheint wie ein Clanks Traum zu sein. Okay. Keine Ahnung, was das für Viecher sind. Auf jeden Fall waren sie nett. Glaube ich zumindest. Clank, bist du okay? Du warst für einen Moment weggetreten. Mir geht's gut. Wo sind wir? Keine Ahnung. Dem Schiff muss unterwegs der Sprit ausgegangen sein. Oh. Okay, wir müssen ein anderes Schiff finden und zurück nach Kerber. Ah, so, das muss ich jetzt mal machen. Unser Schiff ist, nicht mehr so ganz frisch. Deshalb sind wir gestrandet und müssen jetzt irgendwie einen Weg zu irgendwas finden. Ich weiß gar nicht. Uah, dachte, der weiß nicht, dass ich hier bin. Okay, wie es aussieht, sind wir hier auf irgendeinem, Sumpfplaneten. Also sieht sehr sumpfig aus und sehr tropisch. Na gut, tropisch nicht unbedingt. Also sehr urzeitmäßig. Und das hier sind irgendwelche, weiß ich nicht. Sehen aus wie 100 Füßler. Aber, sind es wahrscheinlich nicht. Die spucken mich auf jeden Fall an. Aber ich will mal die Waffe hier ein bisschen hochleveln, deswegen benutze ich die jetzt einfach mal ein bisschen mehr. Da geht es ja nicht weiter. Nein, gut. Ah! Dann gehe jetzt mal schnell hier hin. So, okay, ich arbeite jetzt mal ein bisschen mehr so mit der Waffe. Einfach, um die bisschen zu leveln. Selbst bei so einem kleinen Viechern kann man die Waffe benutzen, weil wir kriegen eh noch sehr viel Munition. Hier gibt es auch natürlich einige Bugs drin, wie zum Beispiel, dass manche Gegner einfach mal in irgendeinen Busch rennen und dann kommen sie nicht weiter. Aber das ist ja dann nicht so schlimm, weil es ja eigentlich mehr so für meinen Vorteil ist. Keine Ahnung, wie der hierher kam. Wie kam der jetzt hierher? Ach hier, dadurch. Ach so, alles klar. So, hier müssen wir hoch. Hier müssen wir dieses Ding an, also diesen Sprung anwenden, den ich gerade angewandt habe. Also hier diesen weiten Sprung. Den kannte ich natürlich schon durch Teil 2. Das ist ja eigentlich dieselbe Steuerung. Was ich auch ganz gut finde. Also wenn es jetzt Neuerungen in der Steuerung gibt, finde ich das gut, aber wenn sie die ganze Zeit jetzt
oder die ganze Steuerung verwurschten. Oh Mann, was ist das? Draufschießen, draufschießen. Okay, es macht nichts. Gut. Haben wir nochmal Glück gehabt. So. Jetzt sind es 3 von diesen Viechern, aber die sollten eigentlich kein Problem sein. Ich finde die eigentlich ganz leicht. Ach, da kommen natürlich immer mehr. So. Down, down. Geh drauf. Geh drauf. Jawohl. Und Version 2 von dem Zermalmer. Ne, jetzt haben wir... Ich weiß gar nicht mehr, wie heißt der? Brenner. Wie kommen wir auf Zermalmer? Hallo? Keine Ahnung, wie ich drauf komme. Naja, egal. So, erstmal fett reinhalten hier mit der Knarre. Ist zwar nicht die beste. Die werde ich auch später überhaupt gar nicht mehr verwenden. Aber naja, gut. So, hier haben wir... Okay, das kommt noch nicht. Ich dachte, hier kommt das schon. Vielleicht war es auch in einem anderen Spiel. Ich weiß es nicht mehr. So. Also, in Teil 2 gab es natürlich auch schon so eine... Gab es natürlich auch schon so eine Kisten, so eine aufgestapelten. Aber die sind halt dann nicht so umgefallen, wie sie jetzt umfallen. Wenn ich da jetzt mal den mache... Moment. Na gut, okay, jetzt hat man es nicht so gesehen, aber vorhin sind die alle so nach links und nach rechts umgekippt und sind weitergerollt. Ging halt damals noch nicht. Aber die Engine hier ist, glaube ich, dieselbe. So, und jetzt kommt das Gleiten zum Einsatz. Der gute Clank hilft uns natürlich und wir können auch im Gleiten schießen. Was ich auch manchmal mache, weil sich ziemlich nützlich erweist, aber so oft treffe ich da nicht. Da brauche ich andere Waffen für, muss ich sagen. Es gibt natürlich hier auch nach Scharfschützengewehr oder was weiß ich, aber halt nicht in Massen, so wie bei Borderlands, dass man da unter vielen wählen kann. Das ist eigentlich mehr so vorgeschrieben, was man für Waffen hat. Also da gibt es halt, naja, pro Art immer nur eine Waffe und die kann man dann halt besitzen. Finde ich jetzt nicht sonderlich störend, weil ich mir eh alle Waffen holen werde. Ich weiß jetzt nicht, ob das in dem Spiel hier ist, aber da gibt es auch manche Waffen, die finde ich so bescheuert. Obwohl, nee, die werde ich mir kaufen, einfach des Let's Plays halber. Ich will mein Steuerungsschema nicht wechseln, tut mir leid. So, diese Kiste ist eine Multiplikatorkiste, das heißt... Zuerst die kaputt machen. Ja, genau. Also, ich weiß jetzt wieder nicht, ob die es gesagt hat. Auf jeden Fall alles mal 2 hier. Und, ist ganz cool eigentlich. Also, immer gut einsetzen, nicht einfach sinnlos einsetzen. Oder manchmal habe ich auch das Problem, dass ich so eine Kiste erst mitbekomme, wenn ich schon alle Kisten kaputt geschlagen habe. Naja, ist nicht so toll. Aber naja, was willst du machen? Wir kriegen trotzdem noch genug Geld. Ich freue mich schon auf diese ganzen neuen Waffen, die wir bekommen. Naja. So. Es ist eine Arena mit 3 unendlichen Munitionskisten. Und, naja, in so einem kleinen Gebiet. Sieht nach Bosskampf aus. Ach nee. Guck mal, wer da ist. Na gut, Bosskampf ist das jetzt nicht unbedingt. Nö. Aber naja, gut, egal. Jojojo. Finde ich Viecher eigentlich ganz cool. Die haben irgendwas. So, und da kann man natürlich permanent drauf feuern. Das ist überhaupt gar kein Problem oder sowas. Dieses Viech, das ist eigentlich schon im Arsch. Platsch! Du hast eine Leviathan-Seele. Diese haben in der Polaris-Galaxie großen Wert und können gegen Bowls getauscht werden. Du bist im Besitz von Raritanium. Mit diesem wertvollen Rohstoff kannst du deine Waffen aufrüsten. Geh zu einem genau, das hier. Und wähle die Option Waffe aufrüsten. Halt die Klappe. Ja, das hier ist Raritanium. Dieses lilane Zeug. Oder diese lilanen Kristalle. Moment. So. Damit können wir Waffen aufrüsten. Das war bei Teil 2 eigentlich mehr für Schiff-Upgrades. Also, wenn man jetzt
Weltall irgendwelche Kämpfe machen musste, dass man da die Farbe vom Schiff ändern konnte oder noch spezielle Waffen dran bauen konnte. Das ist jetzt halt nicht mehr so. Ich glaube, hier sind die Waffen festgesetzt, die wir bekommen. Beim Schiff zumindest. Kobalia Raumhafen. Na, wenigstens etwas Zivilisation wieder. Und das ist eine Person, mit der wir interagieren müssen. So. Wir sind in der Stadt und das bedeutet natürlich einige Neuerungen. Zum Beispiel diese Kiste hier ist auch schon sehr alt, schon seit dem ersten Teil mit dabei. Die berührt man und dann explodiert die. Da muss man sich natürlich entfernen. Ist logisch.